Guten Morgen, ich und Helmut haben hier gepennt. Hier auf diesem Spielplatz. Und heute ist Männertag. Das heißt, später wird gesoffen. Seht ihr diesen Punkt hier vorne? Dieser Punkt, das war eine Zecke gewesen. Die hat mir ins Gesicht gefressen. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin sehr gespannt drauf, ob irgendwelche Borreliosen-Tumore dann in meiner Hirnhaut da sich verteilen. Ich bin sehr gespannt drauf, den Trip. Also sind ein Stück nach hier hingelaufen. Extra, damit wir uns hier auf diesem Boden ein bisschen Schlaf nachholen können. Unter dieser Brücke hier. Guck mal, hier hat jemand gegen die Wand geschissen. So, Schlafplatz ist einsatzbereit. Jetzt wird ein bisschen rumgepennt, ein bisschen Schlaf nachgeholt. Hier am Wegesrand. Und hat hier so ein bisschen geschlafen und jetzt wird in der Öffentlichkeit geduscht. So, ich habe gerade geduscht und selbstverständlich sind hier ein paar Fahrradfahrer hier vorbeigefahren. Und da vorne sind Züge, Passagierzüge hier durchgefahren. Das war eine Selbstverständlichkeit. Wir haben uns gerade frisch gemacht und jetzt gelaufen wir zum Bahnhof. Wir sind in Dresden-Neustadt angekommen und wir gelaufen jetzt erstmal zum Schließfach. So, wir waren gerade beim Schließfach gewesen, um da die ganzen Sachen umzuräumen. Und jetzt laufen wir, zu Lidl Bier kaufen. So, Bier ist gekauft. So, wir sind zu der Stelle angekommen, wo wir angekommen sind. Natursekt für alle! Wir werden heute ganz viel Bier zusammen trinken. Ein Hoch auf die Eisstabilisierung, ihr Hurensöhne! Alter, das kam doch aus der Plastikbrille. Das ist ehrenloser Mutterficker-Scheiß, ihr geilen Fotzen, Alter. Prost, Junge! Auf einen fantastischen Männertag, ja. Jetzt wird erstmal Tabak gekauft, weil der Bundeskanzler ein richtiger Tabak-Junkie ist. Wir gehen in den Lidl. Um neues Bier zu kaufen. Jawohl, um neues Bier zu kaufen, so ist es, jawohl. So, wir haben hier neues Bier gekauft bei Lidl und jetzt gelaufen wir weiter zu dorthin zurück. Prost, Junge! So, wir waren gerade wieder zurück da oben und jetzt gehen wir schon wieder zurück und nochmal neues Bier kaufen. Ja. Guckt euch mal diesen Siff hier vorne an. Hier ist ein Bier ausgelaufen. Der ist richtig, das wurde irgendwie aufgestochen oder so. Und jetzt ist das Ganze hier so versüfft, dass das hier jetzt in der Elbe ausgespült wird. So, die Tasche wurde gerade hier an der Elbe hier gewaschen. Die wird jetzt entlüftet. Verlachtest du wieder hier in der freien Wildbahn? Das weißt du noch nicht. Ich würde es feiern. Vielleicht. Geprost. So, wir sind jetzt hier an diesem Platz angekommen, wo wir hingelaufen sind. Der Schänder sitzt neben uns. Und hier, er hat schon wieder seine Maske hier verfärbt.
Und genau, darauf werde ich jetzt erstmal ein Bier trinken. Wir laufen jetzt weiter zu dorthin. Zu woanders hin, meine ich jetzt. Genau, zu dorthin laufen wir hin. Die Sonne ist wieder rausgekommen, weil oben ist blaues Himmel oder wie das heißt. Und das ist so richtig geil, wenn der Dedra scheppert. Guck mal, Leute. Wir sind genau hier angekommen. Weil da drüben ist unser Taxi. Wir werden da jetzt einsteigen. So, gekauftes Fressen ist fertig. Guck mal, hier vorne ist Taxi. Wir gehen hier rein. So. Wir sind beim Schänder angekommen. Das ist eine Lüge. Und wir sitzen hier rum. Lüge. Lüge.